So, hallo, ich möchte dich wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Thema Inspiration. Heute möchte ich mit dir zusammenbacken unser Weinbaguette. Das war letzt auch Thema bei unserer Aktion Brot und Wein in Laudenbach mit der Winzergenossenschaft. Zu den Zutaten, wo wir haben, ich habe hier gestern schon mal vorbereitet, den Vordeich. Hier im Vordeich ist drin Weizenmehl, Wasser, Salz und ein bisschen Hefe. Das war jetzt über Nacht im Kühlschrank gelagert, hat den Vorteil für den Teig, längere Frischhaltung und macht vor allem auch einen sehr guten Geschmack aus im Baguette. Am Folgetag, wenn es fertig ist, kommen die restlichen Zutaten rein. Hier haben wir einmal unser restliches Mehl, Salz, Hefe, natürlich dann auch die Schüttflüssigkeit ist komplett mit Wein. Hier haben wir unseren Weißwein. Es gibt auch die Alternative, wenn keiner einen Weißwein möchte, kann er auch einen Rotwein hernehmen. Wichtig ist es dann aber auch, dass er zum Vorteig auch schon den Rotwein benutzt. Und wer noch am Schluss möchte, kann auch zusätzlich Trauben mit in den Teig reingeben. Aber wichtig ist es dann, das macht man dann ganz kurz vor Schluss erst, bevor man dann die Teiche, die Baguette aufarbeitet. Also vor allem auch nicht in die Maschine mit reingeben. So, jetzt sind wir auch am Ende angelangt vom heutigen Tage. Hier sieht man jetzt unser Backergebnis. Hier sind unsere Weinbaguettes. Schön von der Optik jetzt her die rustikale Variante, wo wir gemacht haben, mit Trockenmehl aufgearbeitet. Durch die tiefe Einschnitte sieht man jetzt auch ein wenig die Trauben rausspitzen. Und wie vorhin schon erwähnt, das Ganze, man kann das Ganze auch variieren mit einem Rotwein. Und geschmacklich macht das auch einiges aus. Ich hoffe, ich habe dich damit ein Rezept ein bisschen inspirieren können. Und damit wünsche ich dir dann viel Spaß beim Nachbacken und wie gesagt,
dann kannst du dir daheim deine kleine Weinprobe selber gönnen. Und am Schluss möchte ich dich nochmal zu unserem Backwettbewerb aufmerksam machen. Die ganzen Informationen findest du im letzten Beitrag. Ziel und Sache ist das Ganze, dass ihr unsere Rezepte hier nachbackt. Und wie gesagt, ich wünsche euch damit viel Spaß und bis demnächst.